Mein Name ist Fister, nein, das ist wichtig ins Weltwissen. Warte! Nee, ja, machst du ja in einer Folge. Zwei, diesmal verteidige ich zusammen mit Gutwin. Wir können doch mal Harad Fortress ausprobieren. Ist das nach demselben Prinzip? Ja, und wie lange wir durchgehalten haben und ob wir es überhaupt geschafft haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Okay, gut. Wer kontrolliert die Tore? Ich das untere, ja, du das obere, oder was? Anscheinend. Ja, du musst das untere. Kann ich hier den Einzugsbefehl auf dieses Ritualplätzchen hier wirken? Nee, geht nicht, schade. Nee, ich glaube, weil du keine Zitadelle hast. Hä? Ja, wäre witzig, so Einzugsbefehl auf diesen Toten da beschwören. Das ist... Jetzt bin ich... Ja, ist andersrum, okay. Die anderen Felder. Andersrum. Ich war gerade übelst confused. Harad Fortress ist, wer schneller die Festung erobern kann. Oh, das klingt aber auch witzig. Das klingt wirklich lustig. So quasi so ein Stronghold 2 letzte Mission. Du sag mal, soll ich mir unten die Festung holen? Ach lol, guck mal, ich habe jetzt Skelettkrieger hier. Weil die Modelle, die Arnor-Soldaten wurden ausgetauscht. Tatsache, das sind allgemein die Menschen des Westens. Okay, okay, wollen wir das Feld nochmal ganz kurz restarten? Können wir machen, ja. Okay. Aber willst du doch eine andere Fraktion spielen? Nee, oder? Ich nehme mein Gondor, aber ist halt dämlich, wenn ich als Skelette spiele. Okay. Und heißt, wir können ja die anderen Positionen auch wieder nehmen. Also hast du deine alten ursprünglichen. Muss ich dann auch irgendein anderes Volk als Rohan nehmen, oder ist egal? Ist egal. Okay. Zack, 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 zack. Ja, genau, da in Mitte war ich letztens. Ja, gut. Dann. Okay, wir können es ja so machen, Tim, dass ich mir den ganz oben, das habe ich nämlich gerade gesehen, dass das so ein kleiner Posten war, wo man so ein kleines Außenwirtschaftsgebäude. Ja. Dann würde ich mir das gerne nehmen für diesen Turm da, den ich mit im Ladris bauen kann. Du darfst das die Basis unten haben, dieses Lager. Weil da kann ich nämlich eine Festung Gondors hinstellen und. Richtig. Ich glaube, das ist die beste Kombination. Mhm. Ja, also spätestens diese Level 10er Welle, wo da dann die ganzen Werwölfe da in Massen reinkamen und die ganzen Waage, das ist. Das ist schon übel. Wenn du bis dahin nicht schon mehrere Level 10er Helden und alles voll abgegradet hast, bist du, glaube ich, total am Arsch. Yep. Krasser Marsch. Krasser Marsch. Hallo? Top-Reit. Schade. Ich habe gerade gedacht, so im Auge, wäre cool, wenn man den dunklen Obelisken beschwören kann, um seine Einheit nochmal zu buffen, aber es geht leider nicht. Wer macht von uns das Tor unten zu? Das musst du machen, okay. Ja, das Tor muss ich zumachen, genau. Das war letztens auch schon der Fall. Ich vergesse es jedes Mal, das ist die Bip. Also du nimmst jetzt oben in der Mitte den Punkt da, oder was? Ich nehme jetzt oben in der Mitte da diesen einen Punkt ein, dass ich diesen Turm bauen kann. Okay. Das sieht echt geil aus, sehr detailliert hier. Das ist echt cool. Ach, diese Beacons, die kann man ja auch nutzen, ne? Wenn du das Beacon nimmst, dann spawnt der Ring. Genau, okay. Dort. Ja, das könnte man eigentlich mal machen, ne? Das könnte da eigentlich machen, das hätte ich mal vorher wissen müssen. Kann man da echt hinlaufen? So, hier haben wir noch. Ja, es steht auch. If you need help to go to the Beacon, receive a mighty gift. Ja, den Ring halt, ja. Tja, hätte das Sauron mal so gemacht, hätte er viel schneller einen Ring bekommen, der Idiot. Ja. Selber schuld. Warum greifen meine Soldaten diese Fackelträger hier an? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber dann war es mir egal. Okay. Das habe ich mich zuerst auch gefragt, aber dann habe ich beschlossen, dass es mir egal ist. Okay, wie habt ihr das gerade aufgeteilt? Machst du das Tor noch zu gut, wenn du? Genau, ich mach noch zu und ich war hauptsächlich unten rechts und hab auf das Tor unten aufgepasst. Und Koga war oben, hauptsächlich oben links und ein bisschen Mitte. Immer wieder so ein bisschen abwechselnd. Okay. Aber ja. Also jetzt in der letzten Runde war fast nur Mitte. Also da war, die Runde vorher war oben links immer, ist da was gespawnt und jetzt hier war es eher Mitte, letzte Runde. Ja, Pfeile. Jetzt geht's los. Cooler Friedhof hier, nice. Also ich habe leider noch wenig Einheiten. Geht mir auch gerade ähnlich. Ich habe gar keine. Ja, du bekommst sie aber jetzt, die kommen von überall. Ja, ich weiß. I know.
ziehen. Na, jetzt müssen sie eigentlich bekommen haben. Los, Soldat, Bewegung! Sagt ihnen, Fahrer mir sendet ein mächtiges Geschenk. Es gibt viele Mächte auf dieser Welt, die für Gutes oder Böses stehen. Ich habe Gerüchte gehört von diesem Aragorn. Achso, das ist ich habe mich schon gewundert, warum. Zwei Ringe, zwei Ringe, wie OP ist das? Oh, denn, geil! Ja, toll. Jetzt werdet ihr bestimmt Welle 30 schaffen oder so, wie ich das schätze. Ich weiß nicht, hast du schon Elrond? Also, ich habe mit Gandalf jetzt den Ring. Ich bin dabei, ihn zu bauen, aber es braucht noch eine Weile. Bin ich dabei, ihn zu bauen. Hä, warum wird er nicht gemacht? Alle meine Truppen weg oder warum? Okay, sind alle tatsächlich alle tot. Schade. Ich habe jetzt Gandalf den Schwarzen, habe ich jetzt. Echt? Ja. Schade, sehe ich nicht, ne? Gandalf der Schwarze. Ist das die Netflix-Adaption oder was? Ja, ist so ein fetten Zapfen voraus, Alter. Der hat einfach schwarze Klamotten an, den Ring am Finger und so eine Fackel in der Hand. So einen brennenden Stab einfach. Oh Mann, ich sehe es nicht, ich würde es gerne sehen. Aber ich glaube, nee, das ist der Tor. Der Ring, nee, der kommt gerade da den Weg runter. Ah, ja, ich sehe ihn gerade, ja. Tatsache. Mit dem komme ich da nicht einfach rüber, ne? Was? Kann ich das noch ausbauen? Tatsächlich. Ich bräuchte jetzt hier auch mal langsam. Ja, da sind auf jeden Fall sehr viele Truppen. Aber warum kommst du eigentlich nicht, Kurga? Hat das einen Grund, oder? Ich dachte mir so, ich sammle mich erstmal kurz. Okay. Ich habe Gerüchte gehört von diesem Aragorn. Arathorns Sohn. Macht euch kampfbereit! Mauer bilden! Was hast du gesehen? Habe ich ihn jetzt endlich da? Also beaufsichtigen wir mal bitte. Dachtest du, dass die Augen des weißen Turms blind seien? Wir haben jetzt Bannerträger. Oh, da ist doch der Gandalf. Siehst du ihn? Wo? In dem mittleren Ding. Ja. Geil, alter Goth-Gandalf, Junge. Gandalf, der Verführte. Aber der sieht irgendwie mega hässlich aus auf seinem Profilbild. Da. So hat er sogar ein eigenes Profilbild tatsächlich? Ja, der hat ein eigenes Profilbild. Warte. Schau, Death Metal Gandalf, einfach nur. Vor allem das Problem ist, dadurch, dass ihr die jetzt habt, seid ihr viel mächtiger. Das heißt, ihr werdet locker easy 10 Runden überleben, wenn nicht gar sogar 20. Ja gut, ich meine, hast du den Ring auch geholt? Nee, wir hatten halt keinen Ring. Ich wusste das gar nicht. Ich krieg jeden Augenblick hoffentlich... Also weil der Ring ist jetzt halt weg. Der Ring ist jetzt ja weg, also er ist halt verschwunden. Ah, okay. Ja, Gollum rennt jetzt halt irgendwie rum. Ja gut, es ist halt Pleb-Armee jetzt, was dagegen kämpft. Da kann ich gar nichts machen gegen den Gandalf jetzt, das werdet ihr locker bis Runde 20 überleben. Ja, warte mal ab, also wenn der Werwölfe kommen und so ein Shit, der geht auch gut runter da, der Gandalf. Ja, aber ihr könnt den Ring ja immer wieder aufheben, also ist ja nicht so, dass er einfach despawnt. Doch, also Gollum läuft ja dann damit rum irgendwo. So, okay. Wer läuft hier lang? Elrond, okay. Alles klar. Gut. Ah, okay, die ist jetzt auch mittlerweile. Dagegen machen die Einheiten echt gar nichts gegen diese Elben da jetzt, gegen die Gebufften und gegen die Gondor-Dudes da vielleicht dreimal nicht. Oh. Camord, grüß dich. Kommt bei dir rechts. Ja,
also die Einheiten tatsächlich zurückzuziehen, bringt halt wirklich gar nichts. Nee, du musst schon direkt drauf gehen damit. Oh Gott, schlecht. Schlechte Idee, sehr schlechte Idee. Oh, das ist auch eine gute Idee, das mal zu bauen. Soldaten Gondors! Bereit für die Schlacht! Die Festung in der Mitte hat übrigens jetzt auch Haus der Heilung. Also wenn du da Heal brauchst, die healt auch. Shit! Warum seid ihr denn alle da runtergegangen? Junge, der Gandalf, Alter. Oh. Wie er sich da jetzt hochquält, Alter. Oh. Junge, dieser Flammenwerfer, völlig übertrieben, Digga. Das war ich mach diesen Elbenbogenschützen da keinen Damage! Nein, machst du auch nicht mit den normalen Skelettdingern, machst du das auch nicht. Ey, ist das lit. Hat der Gandalf jetzt auch neue Soundfiles? Ja. Ich glaube, er ist ein paar. Er ist ein bisschen dunkler gehalten. Es gibt viele Mächte auf dieser Welt. Okay. Der Ring ist erwartet. Ja, oh, das Skelett ist geplatzt. Hä, warum? Na gut. Ja, also ich glaube, das braucht ihr locker jetzt noch 10 Wellen, bis hier irgendwie was passiert. Vorher ist es jetzt. Es gibt viele Mächte auf dieser Welt, die für Gutes und Böses. Verteidiger des weißen Baumes! Splash. Alter, wie schnell die Wölfe gegen Imladris sterben, die haben da ja gar nichts gemacht. Unser Land wird belagert. Vielleicht baue ich hier lieber einen Brunnen. Das habe ich vorhin auch gemacht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das wirklich was gebracht hat. Naja, halt zwischen den Wellen halt, so, ne? Nicht während der Wellen. Gondors. Ah, hier kam. Ja, okay. Aber gut, was das Gute an der Runde ist jetzt natürlich, dass ich mal sehen kann, was in den späteren Wellen alles mit angreift. Gerüchte gehört von diesem Aragorn, Arathorns Sohn. Vorwärts! Macht euch kampfbereit! Okay, da kommt eine fette Armee oben. Macht euch kampfbereit! Soldaten, bereit machen! Okay. Entdeckung, Männer! Dann mal. Sie greifen das Lager an! Marschiert! Mach das doch mal hier jetzt. Oh, das war. Ja, ich brauch jetzt mal ein paar bessere Einheiten als diese Billo-Skelette. Gegen den Latris brauche ich gar nicht hingucken, die schaffen das dann sowieso nicht. Macht euch kampfbereit! Kruger ist der beste dunkle Anführer überhaupt. Ich stell mir nur mal wirklich vor, das wäre eigentlich so eine ganz gute. Brauch ich auch nicht hingucken hier, das bringt auch nichts. Das wäre eine ganz gute Miniserie, irgendwie Kurga, der dunkle Herrscher. Und du siehst einfach nur Kurga, wie er da so in seinem dunklen Turm messen seine Truppen beobachtet und einfach nur übelst depressiv die ganze Zeit ist. So, ah, das läuft doch alles scheiße, ja, die Helden haben schon wieder gegangen, Mann, kotzt mir das einmal an, ey. In seiner dunklen. Man guckt Fest. So in sein Palantir. Was soll man dagegen machen? Ey? Was soll man dagegen machen? 6000 Reiter machen von Rohan. Was soll man dagegen machen? Das ist einfach nur OP. Also der einzige Nachteil an Gandalf ist, dass er halt wirklich super langsam ist. Okay, jetzt kommen die Grabunholde. Oh. Was soll man dagegen machen? Wir könnten die Haradrim-Krieger mit ihren Olifanten schicken. Oh, die Orks, die dich beraten, also ähnlich wie dein Chat und du regst dann immer auf. Ja, das bringt mir auch nichts, der ganze Scheiß. Ich versuche dort die ganze Zeit. Guckt euch die Scheiße an hier. Okay, oh, da ist der ganze Ding. Okay, ich guck mal mit in die Mitte. Mit in die Mitte. Ja, zieh dich da unten zurück, ist eine gute Idee, Sarah. Oh shit, Gandalf is dead.
Oh. Aber wenigstens. Das ist der Ring, nehmt ihn schnell, wie denn? Alter, ich weiß nicht, was ich gegen die Grabunwalde machen soll. Die sind da ja fast weg, also. Ja gut, da war auch Gandalf. Nee, in der Mitte sind die auch fast weg. Das ist einfach nur niedergestreckt worden, also. Richtig was gebracht. Also außer Gandalf jetzt zu töten, war die Runde genauso unerfolgreich. Okay, da kommt jetzt irgendwas Reitermäßiges. Jo. Hallo Senekero Nero, grüß dich. Wenn du Elrond hast, hol dir den Ring. Der liegt oben im mittleren Tor. Okay. Vor allem, ich kann die Einheiten teilweise gar nicht kontrollieren. Die spawnen da einfach schon in der gegnerischen Base, ohne dass ich denen vorher gesagt habe, wo die hingehen sollen. Die sind da einfach reingerannt schon. Der Ring ist schon über die Hälfte weg. Also müssen ich bin schon, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Hene Tor ist gefallen, nein. Macht ihr denn schon wieder? Ich glaube. Was war der Befehl für stehenbleiben nochmal? S, okay. Und R gedrückt halten, oder R drücken und gedrückt halten ist auseinanderlaufen, wenn du mehrere Einheiten direkt hier das Fenster Flächenschaden. Das könnte auch gut ausbringen. Oh ja, doch. Ring gestohlen. Ich hab die Gemeinschaft, wie schön. Galadriel ist Fiole. Okay, Glückwunsch. Bitte sagt mir, dass ihr hochwerfen könnt. Ja, natürlich könnt ihr. Das ist Gebirgsriesen bleiben Gebirgsriesen, ey. Das ist unglaublich. Okay, also die Turmwachen haben die Riesen einfach weggemacht. Ja, ich komme da auch immer mal hin. Ja, einfach hingehen mit Speerkämpfern. Dann geht man schon hin. Lauft doch da weg, ihr dummen Idioten! Warum laufen die? Ist mir egal, wirklich, dann verreckt doch einfach, ist mir doch egal. Ja, also ganz ehrlich, ich kann ja nichts mehr machen, als da einfach wegzuklicken, dass sie ja weggehen sollen. Da bleiben die halt stehen, lassen sich halt töten. Ich bin doch Platte. Also ehrlich. Wirklich. Haltet nach dem Feind Ausschau! Oh, die haben noch gar keine Upgrades hier. Guck mal einen an. Hat Edain jetzt eine Kampagne? Pff, das weiß ich nicht. Das könnte Tim wissen. Oh! Die Wölfe kommen. Das ist ja. Die rennen einfach rein, ich kann die gar nicht kontrollieren. Hör, Frodo. Das ist so random. Ich brauche eigentlich nur zugucken. Die rennen da schon rein, ohne dass ich dir das befohlen habe eigentlich. Und sterben da halt schon die ganze Zeit. Ja, du kriegst die Einheit nicht sofort, ne? Ja, aber die Hälfte ist schon reingerannt und schon getötet. Also, das ist ja auch Quatsch. Ich habe nicht mal hingucken können, da sind die schon tot gewesen. Das ist so geil. Oh Mann, ey. Ich gucke an einer Front, alle tot. Ich gucke zur nächsten, alle tot. Ich gucke zur dritten, alle tot. Das war, so hatte ich es auch ein Gefühl, dass du mal kurz nicht bei den Pelle noch Feldern hingeschaut hast, ne? Genau. Wer hat jetzt diese Rohirre beschworen? Weißt du, der war nur mal kurz AFK auf dem Klo, ne? Kommt zurück zum Palantir und schaut mal kurz drauf und dann plötzlich alles voller Rohirre, die Geister im Süden, alle Orks tot. Denkst du, ja, GG, ey, scheiße. Das haben sie sich auf jeden Fall auch so gedacht. Oh cool, das sind jetzt hier aber gar keine bösen Einheiten. Das sind tatsächlich irgendwelche Elben, die einfach nur hässliche Nasen haben. Also Elben. Dunkelelben heißen die hier. Oh shit, shitty. Wir sind auf Welle 10 jetzt. Shitty McTitty. Oh. Kann es sein, dass ich... Stimmt, das check ich gerade. Ich krieg irgendwie keine Schicksalskräfte. Nee, ich krieg keine Punkte. Ich auch nicht. Dann buggt das irgendwie. Ist auch so gewollt, glaube ich. Achso, dann war es das erste Mal, dann buggt, dass wir überhaupt welche hatten. Nee, das war halt der Startpunkt halt. Also der Startringpunkt, den man hat. Achso, ja, aber ich habe letztes Mal komplett allgemein Schicksalskräfte leveln können. Das letzte Mal, als ich gespielt habe. Da konnte ich am Ende auch die Ausbildung der Erstgeborenen machen, aber jetzt könnte ich gar nichts mehr. Ne? Nee, ich kriege auch keine dazu. Vielleicht, weil wir die Ringe geholt haben? Kann auch sein, dass das ist deaktiviert oder so. Seid ihr Devs von Edain? Nee. Nee. Ist ja auch gar nicht die richtige Edain-Mod hier. Das ist ja nur die Edain Unchained-Mod, so eine Sub-Mod. Also die richtige Edain-Mod ist das ja hier gar nicht.
Wow, ich habe mal einen Ellenbogenschützen da von der Mauer getötet. Richtig gut. Richtig gut. Das hat aber jetzt hier schon ein bisschen Damage gemacht, das muss man sagen. Ja, ist halt so. Ist wirklich so. Da kommt die nächste Horde. Die ich noch nicht mal sehe und die wahrscheinlich schon halb ins Lager bei euch reingerannt ist und ich ja, die nicht mitkriege. Nee, ja, jetzt ist sie zu dir geworden. Siehst du? So, irgendwelche Billo-Plepp-Orks, die eh gleich wieder verrecken, dann brauche ich gar nicht hingucken. Gugne. Nö, das war alles. Könnte das funktionieren? Alter, wie. Die auch mal die Tür Alter, wie die. Ah, okay, ich muss aber wirklich sagen, die Wirksrichten platzen ja übelst durch die. Digga, ich hab die Riesen hier unten, hab ich zu dem anderen Tor geschickt. Warum sind die da nicht hingegangen? Warum sind die da nicht hingelaufen? Das ist mir ein Rätsel. Keine Ahnung, die KI macht halt auch einfach irgendwie, was sie will. Kann ich machen, was ich will. Ich habe aber leider tatsächlich ein Ressourcenproblem. Ja, das geht mir auch so. Man hat nicht sehr viel. Also man hat sehr viel Startressourcen, aber das dauerhafte Einkommen ist echt nicht hoch. Da gibt's immer wieder. Ah ja, ich sehe gerade schon eine ganze Menge Spinnen. Warte, ich komme. Das ist so geil. Die Spinnen, die sterben bereits. Da konnte ich die noch gar nicht kontrollieren. Das ist so gut. Ich liebe den Modus. Also es war definitiv das erste und letzte Mal, dass ich hier Angreifer spiele. Das müssen sie auf jeden Fall nochmal fixen, den Modus. Booger Mad. Beziehungsweise, der Modus ist cool, aber der muss auf jeden Fall noch verfeinert werden. Das ist ein 2 gegen 1 hier gerade. Hallo? Geht ihr da jetzt mal hin, oder? Wollt ihr nicht? Oder wie sieht's aus? Putin gerade im Kreml. Die Gemeinschaft dort. Ui. Oh, da oben, das war da krass. Oben geht viel ab. Da oben geht echt viel ab, ja. Wie die, wie die durcheinander gewirbelt werden, oder? Das ist Elrond, ziemlich geil. Das ist Elrond. Wie geil, Junge. Das sieht so gut aus, ey. Elrond war mal Toilettenspülungsvertreter. Nebenberuflich. Hori, danke für den Raid. Grüß euch. The Wheel of Death einfach ist wirklich so. So ein Pogo-Kreis bei so einem Metal-Konzert ist halt gar nichts dagegen, Alter. Oh, schön. Ja, ich glaube, das dauert noch ein paar Runden. Ja. 48 Soldaten habe ich. Oh. Ich meine, ich mein, ach, Entschuldigung, ach, wieso 48 Ressourcen? Ressourcen, Soldaten habe ich natürlich noch reichlich mehr. So. Hallo an alle, die jetzt dazugekommen sind. 30 Runden gibt's insgesamt, okay. Was? Das schaffen wir ja niemals. 30 Runden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Hey, hier vorne sind das meine hier noch? Das sind noch meine, okay. Nice. Drei Männer haben überlebt. Der eine Grabenhund. Ich bin nicht mehr, was ich war. Okay, cool. Oh, schaffst du das da gegen die ganzen Grabenhunde? Ich versuch's mal. Ich werd's sehen. Aber du hast oh, heiliger. Elrond kriegt ein bisschen aufs Maul. Mhm. Oh, shit. Okay, Elrond ist down. Die sehen da schon ein bisschen durch. Ja, wenn du ein bisschen aushelfen könntest, würde das helfen. Ich hoffe, dass ich was gegen die machen kann. Besser früher sterben als spät. Denn sterben müssen wir. Besser früher sterben als spät. Okay, ich kann es auch irgendwie nicht auf verbündete Grabenholde machen, was auch immer. Oh Junge, die machen ja richtig übel Damage, Alter.
Ach du liebe Zeit, es gibt. Oh mein Gott, es gibt. Da ist so eine Grabunholdgruft, Digga, guck mal. Ja, aber ich kann da raus nichts machen, also. Die buffen die halt nur in der Umgebung. Ja. Wie viele von denen noch leben? Was ist das denn jetzt? Alter, ich habe ja nur noch voll wenig Soldaten. Ja, die sind da bei mir auch übelst durchrasiert. Das ist ein fettes Problem. Oh, da kommen schon die Nächsten. Okay, das kann jetzt ein Problem werden. Ja, die greifen mein Grabunhold-Lager an. Danke. Wirklich. Danke, ey. Ey, wirklich. Oh. Ja. Puh, das wird jetzt aber schon krass hier. Alter, ich kann das selbst gar nicht alles kontrollieren, ne? Selbst wenn Minas Tirith die Vernichtung droht und ich alleine es retten könnte. Ich glaube, das war's. Jo, das war's. Grab und Holly, die waren heftig, also. Kein Kämpfer, ich wirklich einfach alles einmal gewiped. Ja, die Grab und Holly da unten sind jetzt weg, aber da oben ist halt die nächste richtig krasse Armee. Hm. Du hast auch die ganze Zeit noch Elben stehen, die nichts machen. Meinst du die im Süden? Nee, im Norden. Achso, da ganz links da. Ah, ja, die Kanäle nach oben, ist. Nach oben, da ist nichts mehr im Tor. Nach oben, ah, nach oben. Jo. Das ist ein dunkler Schrecken aus den Pässen oberhalb von Minas Mauer. Das sind wirklich ziemlich viele. Vor allem, wieso konnten diese Halbtrolle da jetzt das Tor nicht zerstören? Das frage ich mich. Boah, sind da viele von diesen dunklen Bogenschützen. Ja, das war's. GG. GG. Die Gemeinschaft kämpft bis zum Letzten. Die Gemeinschaft, okay. Die Gemeinschaft, die wurde so als Frontschweine entwickelt. Die sollten sich gar nicht durchschleichen, die sollten sich durchschlagen durch Gondor, durch Rohren. Ich hab halt alle durch Mordor. Also. Ah, du hast den Ring mit der Gemeinschaft, interessant. Ja, ja. Ja, die entsteht jetzt halt auch. Dann als neue Einheit, wenn du mit Elrond. Ah, so, okay, verstehe. Ah, nein, nein. Aber ich glaube schon fast, wenn ich mir anschaue, was da kommt, ich glaube, es ist schon gedacht, dass du Rangfähigkeiten bekommst. Dann war das jetzt wahrscheinlich der Bug, ja, ja, dass wir die nicht hatten. Weil nee, das war kein Bug. Wir haben die einfach nicht gesehen. Also ich habe das Beacon einfach gar nicht entzündet, weil ich wusste. Nein, er meint die Ringfähigkeiten, nicht die Ringe. Yeah. Oh, mein Spiel ist gecrashed. Ja, Abschluss. Okay, ja, gut. Passt, ja. Passt, ne? Genau, danke fürs Zusehen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, bye, bye. Und ciao. Bye.